Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins auf der Suche nach dem Blut im Wasser. Was liegt denn da so auf dem Weg? Also auf dem Weg liegt ja dieses Fragezeichen oder auch hier die Krokodilstränen. Die liegen definitiv gewaltig auf dem Weg. Das heißt, das ist... Meine Nebenquests muss man halt einfach mitnehmen. Also ich kann nicht anders. Man muss das vielleicht nicht, aber ich kann nicht anders. Wo ist meine Stute? Da. Wie bist du jetzt da hingekommen, Stütchen? So. Haben wir keine Gegner in der Nähe, das ist ja auch immer interessant. Gottes Wasser, wobei, da ist einer. Der Tobende, Gott des Fayyum. Du, dessen Samen machtvoll ist, dessen Hunger unersättlich. So. Du wirst kommen aus dem ewigen Chaos, den aufgewühlten Fluten, um uns zu retten. Das war doch stylisch, jene doch mal zu steigen lassen die davor, das Fleisch deiner Kinder rauben. So, jetzt und so mal. Ehren wir dich. Hilf uns. Huldi ist dem Krokodilgott. Wir ehren Sobek, der wandelt. Er stieg aus den tobenden Fluten, um unsere Feinde zu strafen. Boah, das, hast du ihn gesehen? Das Sonnenlicht auf den ja, Krokodilsaugen. Er kämpfte mit 100 Soldaten, den Tyrannen, die seine Kinder aus Geldgier töten und häuten. Uns, die wir von diesem Land leben, bleibt nichts. Das sieht aus, als würde Sobek blitzen. Ich mache mir selbst ein Bild seiner Macht. Fürchte ihn nicht. Er wird das Fleisch jener schonen, die ihn verehren. Das sieht echt aus, als würde Sobek blinzeln mit dem, das Licht drauf fällt. Saugeil. Ach, Missionsziel, ne? Oh, dann wart mal hier auf mich, ja? Stütchen, geh du mal aus dem Weg. Finde Sobek. Da ist jetzt aber nicht Sobek himself, oder? Oh. Okay. Das ist kein Gott. Nee. Das ist nur ein Arschloch, der sich einen Krokodilskopf übergezogen hat. Für einen Gott siehst du verlottert aus. Schickt dich der schändliche Hauptmann vom Kai, um mich zu verspotten? Ich hörte, du hast gegen die Soldaten gekämpft, die Krokodile töten. Ich versuche nur, meine Familie zu beschützen. Sobek gestattet uns zu nehmen, was wir zum Überleben brauchen. Nicht mehr. Das ist eines der Gebote. Du wolltest sie verscheuchen. Sie glauben, machen Sobek durchstreife das Schilf. Warum sollte der Fluch nicht etwas Gutes bewirken? Dein letzter Einsatz hätte dich fast das Leben gekostet. Ich kümmere mich um die Wilderer. Geh vorsichtig durch das Schilf, Neb. Dieser Hauptmann respektiert das natürliche Gleichgewicht nicht. Das wird er bezahlen. Aber prinzipiell finde ich cool die Art und Weise, warum er es macht, finde ich schon fast wieder interessant. So, wir haben hier noch einen Nationalschatz und ja, die Schnellreise müssen wir natürlich auch mitnehmen und ein Anleger der Jäger. Also hier ist viel, was wir gerade machen müssen. Da ist ein Ziel. Aber wo ist der An? Warte mal, hier ist noch irgendwo. Ach, da ist der An. Nee. Das ist der An. Ach, da ist der Schatz. Mhm. Diese Zone ist tabu. Ich freue mich
schon drauf, ein paar Gedärme rauszureißen. Hey, Mann! Beschütz den Lift! Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Scheiße! Der Lift ist tot! Ich spreng dich um! Dafür lasse ich dich leiden! Flom. Der war gut. Also wenn dann irgendeiner von den Krokodilen Hunger hat, na, es ist angerichtet. So. Tod bestätigen, was haben wir denn hier? Euer Sobek ist nichts als ein Jäger, der sich mit einem gehäuteten Untier verkleidet. Er glaubt, er könnte uns davon abhalten, die Flussbestien zu töten. Ich habe ihn selbst gesehen, also sorgt dafür, dass er noch bis Einbruch der Nacht tot ist. Demozis. Sie dachten, der Jäger wäre wirklich Sobek. So was macht man nicht. Also den Jäger kann ich berichten. Und dann muss ich eh wieder in die Richtung. Also gehe ich mal kurz dem Jäger berichten, die Quest abgeben. Jo. Was ist das jetzt? Die Hütte des Jägers in Flammen. Ich bin froh, dich unversehrt zu finden. Du sagtest, du kümmerst dich um den Hauptmann. Und doch kam er und brannte meine Hütte nieder. Sei unbesorgt. Der Hauptmann ist tot. Dann ist der Osiris gleich wieder auferstanden. Denn er war hier und schrie meinen Namen, während ich in den Büschen hockte. Das kann nicht sein. Was? Er ist tot. Hier stimmt etwas nicht, Neb. Hat mich Sobek verflucht? Mehrere Hauptmänner? Sein Werk, warum sollte er? Wohin ist dieser Hauptmann gegangen? Zum Außenposten, bei den Feldern. Ich werde herausfinden, wie ein Wilderer einen Schakal täuscht. Für dich ist es nicht mehr sicher. Du hast recht. Ich gehe nach Süden, wo sie die Götter ehren. Möge der Tobende dir Zähne geben, Neb. Kann ich brauchen. Wohin? Ach, dahin jetzt. Das ist praktisch. Dann würde ich sagen, wir machen mal kurz nebenbei auf dem Weg noch. Mal eben schnell. Jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt, was man nicht sagen sollte. Diese Schnellreise da, dass ich die auch habe. Und dann geht's da hoch. Wo dann die Quest weitergeht und... ja, auch, Manno. Mörder, Bestie. Wo dann ja... Ach, komm. Menschen sind so scheiße. Und das sind sie leider mal oft immer noch. Und hol mir dann auch die nächste Quest, wollte ich eigentlich sagen. Ort des Grauens und das vor einem Tempel von Sobek, weißt du? Vor großen, großen Statuen von Sobek, das. Sollte der Hauptmann hier sein, geht wahrlich etwas Seltsames vor sich. Yep. So, machen wir nochmal. Hier ist es voll. Da ist es echt voll da oben. Sollte man nicht. Der
ist echt immer in der Nähe von mir, ne? Gut, vielleicht kriege ich es auch einfach nur mit, wenn er in der Nähe von mir ist. Ansonsten wäre es schon echt fies, wenn er nur wegen mir wieder aufersteht immer. Immerhin versuche ich hier den Fluch zu beseitigen. Na gut, einerseits, andererseits, das will er wahrscheinlich. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Hauptmann, Kommandanten und wie viele Schätze? 2 Schätze. Zweite Schatz, das weiß ich gerade noch nicht sicher. Und den werden wir auch noch finden. Wenn er nicht den Mund hält, schneide ich ihm die Zunge raus. Ägyptens Vergangenheit? Ich scheiße auf Ägyptens Vergangenheit. Mich interessiert meine Zukunft. Das Plündern von Räuberhöhlen und das Erpressen von Bauern bringt nicht genug ein für den Lebensabend. Oh, ist er tot? Was? Oh. Du hättest nicht herkommen sollen. Warum hat der mich jetzt direkt erwischt? Na, wow. Warum macht der so viel Schaden? Lass ich dich leiden. Stirb, du Sau. Hey, warte dich! Da bist du ja! Aua! Ach super, Leuchtfeuer entzündet auch noch. Haben wir wieder alles geschafft hier, hä? Verdammt, wir müssen aufholen! Das war knapp. Hey! Das war knapp gerade. Das Leuchtfeuer ist nervig, dass das jetzt entzündet wurde. Das hat mich, also das ärgert mich jetzt, dass das passiert ist, aber okay. Auch weg. Ja, mehr Leute zum Killen, was soll's. Komm raus, wo immer du bist. Umgehen wir das mal ein bisschen hier. Jetzt ist der auch noch in der Nähe. Was soll denn der Scheiß jetzt noch? Also das wäre mir jetzt dann irgendwann doch zu viel, wenn der auch noch hier ankommt. Ich hoffe, der reitet dann noch. Wo ist denn der? Ja, ich hoffe, der reitet außen rum. Mal gucken. So, wieder einer weniger. Nach oben kommen ist jetzt gerade auch nicht leicht aktuell, ne? Hört der mich? Ne, der hört mich nicht. Was haben wir denn da? So, noch einer.
wer kommt, ist der Tod. Aber hier war es doch. Wenn ich dich finde, weide ich dich aus. Na komm. Hey, was? Und den dann mit Kettenattentat. Bitte, bitte, bitte. Das wäre so geil. Wie geil. Das Hauptmännchen in der Kette gekillt. Ich mag das Gebüsch hier. Das Gebüsch ist zwar langsam echt übel voll. Ja. Also das, da liegt plötzlich so ein Hauptmann im Dreck, ne? Komm raus. Na los. Aber wenn die jetzt gerade nicht alle wären, dann könnte ich den Hauptmann da sogar erwischen. Du kommst hier nicht vorbei. Er weiß, wo der Pfeil herkam. Das ist aber auch nicht schlimm, wenn der hierher kommt. Bleibt hinter mir, Kyrios! Na komm. Zeig dich einfach. Den Rest erledige ich dann schon. Leg dich mal dazu. So, so langsam wird das hier doch ein bisschen übersichtlicher, ne? Auf dem Turm ist keiner mehr. Der Kommandant ist auch weg. Ja, ich fände es nicht schlecht, wenn ihr alle da nur rangeht. Und euch alle schon mal vorschwächt. Wie sitzt denn er da? Ja, genau. Alle schön vorgeschwächt. Wer auch immer. Ups. Geil. Ein vergifteten Feuerpfeil. Stimmt, man kann ja alle Pfeile auf die Art anzünden. Das ist ja das Coole. So, langsam wird das hier. Langsam haben wir sie alle. Kann ich da? Schade, ich darf da nicht durchschießen. Das wäre jetzt zu schön gewesen, finde ich. Ups. Kann er auch nicht ahnen, dass der Augen in den Ohren hat. Lasst mich raus, ihr räudigen Hyänen! Ich muss ihn finden! Was musst du finden? Wer bist du, mich das zu fragen? Wir können uns auch unterhalten. Oder ich... Zu stark, der Bastard! Wir können uns auch unterhalten. Oder ich befreie dich und helfe dir. Dann lass uns gehen, bevor der Schatz für immer verloren ist. Komm mal mit, was willst du?
So, dann sprich mal, was willst du? Nehmen wir die nächste Quest auch noch an, oder? Oder lasse ich dich kurz hier stehen? Ne, ich will es wissen. Liegt dir etwas an unserer Vergangenheit, Senny? Bayek, ich kämpfe, um sie zu verteidigen. Ich bin Kanika. Ich suche ein Relikt von größter Bedeutung. Es gehört in einen Tempel. Klingt nach einem Plan. Der Pento-Papyrus enthält den Schlüssel. Ich habe mit dem Händler darum gefeilscht. Dann wurde alles schwarz und ich erwachte in einer Zelle. Ich soll ihn ermordet haben. Und der Papyrus war unauffindbar. Du hast ein Talent für Schlussfolgerungen. Aber ohne Pentos Worte, Neck, meine einzige Spur. Wo war der Überfall? Südlich von hier, nahe der Bergstraßen. Wirst du ihn finden, Senny? Wir werden gucken. Zur Grabungsstätte gehen. Sollten die Soldaten den Schatz zuerst finden, ist alles aus. Wir treffen uns da. Ein Wettlauf um ein Relikt. Ich bin dabei. Wettlauf gefällt mir jetzt nicht. Das ist aber keine Time-Quest oder sowas. Gibt's hier nicht. Nee. Ups. Hey! Viele sind nicht mehr da. Langsam kann ich mich ja wieder frei bewegen, ne? Und vor allem hier mal gucken, wer bist du denn jetzt eigentlich wieder gewesen? Seid ihr Zwillinge? Und der Nebel lichtet sich. Zwillinge. Hab ich mir doch gedacht. So, Schatz plündern. Ich meine, wenn wir jetzt schon hier sind und alles leer haben, ne? Schatz 1, wo ist Schatz 2? Ach, und da ist auch der Arsch, der redet mit denen. Bin ich jetzt blöde? Hier soll es irgendwo einen zweiten Schatz geben. Ah, auch da drin. Habe ich wohl übersehen. Ah, wahrscheinlich ein Stockwerk höher oder so da drin, ha? Stockwerk höher ist ja mal komisch. So. Das ist noch einer von der Wache und der Knilch. Und der ist ziemlich gut, der Knilch. Hier ist noch ein Schatz. Unter mir irgendwo wahrscheinlich. Ja, da unten. Am meisten Schaden machen halt Attentatsversuche, ne? Deswegen. Hoppala.
Ne? Also wenn ich den schaffen soll, dann am besten mit einem Attentatsversuch. What the fuck? Hä? Wie viel Level über mir ist der noch? Ich sollte davor meine Waffen noch mal verbessern, bevor ich das mit dem wieder versuche. Das ist klar. Das ist Aua. Mein nächstes Reiseziel. Zwei Schläge hat der gestohlener Papyrus. Ein Wettlauf um ein Relikt. Ist ja krank. Also davor müssen wir auf jeden Fall noch mal zum Schmied. Und das ist jetzt mal klar. Hierhin. Ja, das liegt auf dem Weg. Und hier könnte dann, guck mal, hier ist, da könnte dann auch wieder ein Schmied und so sein. Da müssen wir dann wohl auch mal hin. Ich bin dabei. Ich muss die Kammer des Schreibers finden. Das Ladungsverzeichnis wird verraten, wem das Schiff gehört. Was war das denn, ey? Zwei, also. Weißt du, dass der stärker ist und alles ist ja alles so gut und schön, aber zweimal zuschlagen? Level habe ich aktuell? Ich hab auch 50. Das muss also echt an den Waffen liegen. Ja, meine Waffen sind halt noch 5 Level drunter, ne? Oder war der 50 oder 55? Ich weiß es nicht mehr. Ist da lang. Hör mal. Wow. Hey, was? Der verfolgt mich hier. Du hättest nicht herkommen sollen. Ja. Jetzt alle. Mann! Dass die immer so nerven müssen, diese Wächter. Schmacken, was ist das? Pferdeäpfel, aber kein Pferd. Jetzt wissen wir, wie unser Dieb entkam. Okay. Eine Blutspur. Jemand ist schwer verletzt. Er kann nicht weit sein. Du meinst den hier Kaniker oben? Kaniker braucht den Papyrus. Ein Treffer in die Brust. Ein verschwendetes Leben. Er hat sich gewehrt. Gegen einen Dieb. Bleib doch mal stehen, du blödes Pferd. Wie mache ich das jetzt am besten? Hab ihn. Kanika wird sie an der Grabungsstätte entziffern müssen. So, mal gucken. Die Grabungsstätte ist dahinter. Das heißt... Ja, das heißt, wir machen jetzt erstmal hier bei der Schnellreise weiter. Ist das hier drüber? Ja, das scheint hier drüber zu sein. Ups. Neuer Ort entdeckt. Sveni. Wow.
Blut im Wasser, das ist hier drin, okay. Da muss ich eigentlich ehrlich sagen, wir haben den jetzt noch, ne? Hier, da hinten irgendwo ist der. Da. Machen den aber nächste Folge. Ich gehe jetzt in der Zwischenzeit zum Schmied und so. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.